jetzt mal die Stefanie Irge auf die Bühne, die Leiterin unseres 09 Fanshop, und den Patrick Hader. Die haben nämlich dafür Sorge getragen, herzlich willkommen, Paddy. Die haben nämlich dafür Sorge getragen, dass die Trikots so aussehen, wie sie aussehen und mit den Accessoires auch bestückt sind, so wie sich das jetzt heute darstellt. Ja, Steffi, du hast das Mikro in der Hand. Du möchtest ein bisschen was erzählen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie habt ihr euch das Design auserkoren? Ja, also im März sind wir auf die Idee gekommen, dass wir uns so langsam Gedanken machen sollten über neue Trikots. Es war klar, die alten Trikots laufen nur eine Saison. Geht dieses Jahr raus, es werden auf jeden Fall neue Trikots in Produktion gehen. Und dann haben wir uns im März halt den neuen Puma-Katalog geben lassen und haben dann über alles andere mal so drüber gesehen und hatten dann ein bisschen was an Auswahl, haben dann ein paar Muster bestellt und haben das Ganze dann eigentlich unserem Zeugwart vorgelegt. Und wer hat die Entscheidung dann getroffen? War das der Zeugwart oder ihr? Wir zusammen, sagen wir mal zu dritt, würde ich sagen. Ja, dann haben wir auf dem Nackenbereich eine schöne Kleinigkeit, dass das Trikot zu etwas Besonderem macht. Der FC Bayern hat, glaube ich, so ein Mir San Mir hinten drauf. Und wir haben unsere Corporate Identity, die wir seit dem Jubiläum, seit dem 100-jährigen Vereinsjubiläum ein bisschen pflegen. 100% Leidenschaft. Sag du mal da was zu, Paddy. Wird das jetzt in Zukunft auch so bleiben oder soll das eine einmalige Sache sein? Wie denkt ihr euch das? Also zum 100-jährigen war dieser Slogan ja schon mal da. Danach ist er so ein bisschen abgetaucht und dann hatten wir gesagt, den müssen wir irgendwie wieder herausbringen. Und wir versuchen das quasi schon seit der Chronik auch wieder so ein bisschen ins Leben zu rufen. Und jetzt hatten wir natürlich gedacht, dass sich das auf so einem Trikot, vielleicht auch auf dem Rücken, sehr, sehr gut machen würde. Jetzt haben wir das Ganze ausprobiert und ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein Hingucker und einer, der im Auge bleibt. Ja, mit den Trikots wollen wir natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Wann können die Fans, und ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge an Anfragen, mit der Lieferung der Trikots rechnen? Ja, es geht eigentlich schon ab Samstag los, zum Testspiel in Preußen Münster. Ich habe, jedes Trikot ist zumindest einmal da. Aktuell fehlt allerdings noch das Liga-Logo. Wir bieten das Trikot ja mit und ohne Liga-Logo an. Sobald der Verband die Liga-Logos schickt, wird das natürlich dann auch eingearbeitet. Aber da sie auch ohne zu kaufen gibt, ab Samstag. Vorbestellung oder sind die dann schon da? Die sind schon da, allerdings haben wir ja auch eine Sonderaktion ab morgen, 10 Tage lang. Heißt, jeder, der ein Trikot bestellt, bekommt den Spielerflock gratis dazu. Und das ist halt das kleine Bonbon. In welchem Preissegment bewegen wir uns da? Das Trikot kostet jetzt 55 Euro. 10 Euro teurer als letzte Saison, dafür dann halt mit dem Bonus 100% Leidenschaft, alles mit dabei. Und wer das Liga-Logo haben möchte, der muss dann nochmal 2 Euro zusätzlich zahlen. Ja, wie viel haben wir eigentlich in der letzten Saison verkauft? Kannst du das sagen? Knapp 200 Trikots. 200 Trikots. Und ich denke mal, die Marke, die werden wir in der Regionalliga nochmal angreifen, oder? Ich würde schwer hoffen, ja. Also die ersten Anfragen waren ja schon da. Beispiel ist Kevin Kesina. Ich habe da eine E-Mail bekommen von Frau Wein. Sie hätte gelesen, Kevin Kesina würde jetzt bei der SG Warnstein 09 spielen und wann es denn sein Trikot mit Name und Nummer zu kaufen gibt. Also, und das war dann jetzt schon Anfang der Woche. Das ist gut. Läuft. Ja, läuft gut. Gibt es denn seitens der Medien Fragen hier an unser Fanshop-Team? Ja, Ralf Rozinski. Samstag, Sonntag dann auch schon mit den Trikots gespielt? Nein. Okay. Liegt einfach daran, dass die Spieler ja definitiv das Liga-Logo tragen müssen. Okay. Und da es vom Verband noch nicht geliefert wurde, sind die Trikots halt dementsprechend noch nicht fertig. Wird das erst zum ersten Spieltag was oder vielleicht schon in der Vorbereitung? Weißt du das? Ich denke mal, sobald die Liga-Logos da sind, wird alles fertig gemacht und dann könnten auch schon die letzten Testspiele in den neuen Trikots stattfinden. Wäre schön. Ich sehe, das Fernsehen ist da. Hier wird weltweit übertragen im Internet. Und da kannst du natürlich noch ein bisschen die Werbetrommel rühren. Was habt ihr sonst noch vor im Fanshop? Gibt es einige Neuerungen, auf die du gerne hinweisen möchtest? Ja, also die Sachen müssten eigentlich jetzt so in den nächsten 2-3 Wochen alle geliefert werden. Diverse neue Artikel, Aufstiegsschal, die neue Hissflagge haben wir reichlich Werbung gemacht. Schwenkfahnen für Kinder, Schlüsselanhänger, Wimpel, alles dabei. Und die neuen Autogramme, die gibt es da bestimmt auch zu gegebener Zeit, nicht wahr? Die neuen Autogramme gibt es auch, ja. Super. Ja, dann, wenn keine weiteren Fragen mehr sind,
sage ich einen Riesenapplaus für unser Fanshop-Team, was sich wirklich ordentlich reinkriegt.